Hey YouTube, ich bin's der Tim von den Tech-Profis und ich möchte euch jetzt in diesem Video zeigen, wie ihr die Wake-Up-Time von eurem externen Monitor, falls ihr so ein Samsung-Gerät habt oder auch bei anderen, gegebenenfalls verkürzen könnt. Und zwar habe ich jetzt hier mein MacBook. Diese MacBooks, das kann ich euch mal zeigen, die wachen ja eigentlich relativ schnell auf. Also wir haben jetzt hier, aus dem Ruhezustand sprechen wir die ganze Zeit von, also hier warte ich jetzt, bis das Ganze anfängt zu blinken. Die neuen MacBook Airs sollen sogar noch viel, viel schneller aufwachen, was auch funktioniert, so. Und irgendwann fängt diese LED an zu pulsieren. Das heißt, euer Notebook ist im Ruhezustand. Und dann könnt ihr es einfach wieder aufklappen, so. 3, 2, 1, bing, da ist es. Also, sehr viel schneller ist es bei den neuen MacBook Air auch nicht. Also, es geht auf und es ist da halt und das ist alles super. Und bei meinem externen Monitor, da ist das alles ein bisschen anders. Das hat mich ziemlich genervt. Und deshalb habe ich da so ein paar Einstellmöglichkeiten gefunden. So, dazu schwenken wir mal mit der Kamera hier auf den Bildschirm. Ihr habt hier, bei mir zumindest ist es so, unter Einstellung und dann allgemein, habt ihr hier solche Sachen wie den Energiesparmodus. So. Und jetzt haben wir den Energiesparmodus mal eingeschaltet. So, und ja, gehen zurück. Nochmal zurück. Bla bla bla. Der hat hoffentlich alles gespeichert. Klappen das Notebook zu. Warten, bis der ganze Spaß ausgeht. Ich mache mal hier das Licht aus, dann seht ihr besser, wenn die LED da anfängt zu pulsieren. So. So, jetzt fängt es an zu pulsieren. Wir sind im Energiesparmodus und klappen den ganzen Spaß jetzt nochmal auf. So. Und warten ab. Das ist sofort da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ungefähr 8 Mal hat die LED jetzt hier unten rechts aufgeleuchtet, die blinkt nämlich in regelmäßigen Abständen, daran können wir das ganz gut abschätzen. Das war jetzt im Energiesparmodus und das dauert einfach mal viel zu lange. Deshalb gehen wir unter Menü, wieder hier in unsere allgemeinen Einstellungen, da waren sie, so, gehen darüber, gehen dann unter Allgemein und machen hier einfach mal den Energiesparmodus aus. Der Rest ist relativ egal, gehen zurück, zurück, zurück und probieren den ganzen Spaß noch einmal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel mehr der Monitor braucht an Saft, wenn ihr diesen Energiesparmodus ausmacht. Aber so viel mehr wird es schon nicht sein. Und wir gucken mal, wann die LED hier wieder anfängt zu pulsieren. Na, 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 na. So, jetzt fängt sie an. So, aufgepasst. Klappen jetzt auf. 1, 2, da. Ich glaube, man sieht den Unterschied ziemlich direkt. Das geht einfach mal super viel schneller. Ihr müsst nicht mehr so ewig lang warten, wenn ihr einfach mal zumacht, wieder auf und so weiter. Ob es energieeffizienter ist, da so lange warten zu müssen und die LEDs so langsam dann irgendwie hochzufahren oder ob das alles nur Show ist, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist einfach diese Kontrolle, die über das Kabel funktioniert. Also der Monitor hat hier hinten Anschlüsse, denke ich mal, und bei diesen Anschlüssen wird regelmäßig geguckt halt, ja, ist jetzt da was dran und möchte das irgendwie auch ein Signal herstellen, und das wird halt einfach regelmäßiger kontrolliert in viel geringeren Abständen, und daher ist dann das Stromsparen auch besser. Und wenn ihr den Stromsparmodus ausmacht, dann wird es einfach häufiger kontrolliert und dadurch habt ihr dann geringere Wake-up-Zeiten, falls ihr dann hier euer Notebook zumacht. Wartet nochmal kurz hier, so, der ist jetzt wieder aus, da. Wartet noch, bis das Signal da aus ist. Damit wir auch wirklich da, so, jetzt ist es aus. LCDs müssen sowieso immer so ein bisschen, doch brauchen nochmal so ein Sekündchen länger als so eine LED, weil LEDs sind einfach mal sofort an. Jetzt fängt er an zu pulsieren, wir gucken hier auf die Lampe. Aufgemacht. 1, 2, 3, da. So, das kann man so
einfach mal durchgehen lassen. Ist vielleicht ein kleiner Tipp für euch, für alle die, die hier so ein Notebook an ihren externen Monitor anschließen. Stromsparmodus, wenn ihr es euch leisten könnt, dann macht ihn doch einfach aus und dann habt ihr diese elendlangen Wartezeiten nicht, die einfach mal dreimal so lang sind. Kleiner Tipp von mir, ich habe es gerade erst rausgefunden und ja, bis denne, ciao.